Hallo, mein Name ist Nicole Heidt von der Sophia Pflege aus Leonberg. Wir beschäftigen uns seit über 15 Jahren mit der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Das heißt, wir vermitteln Betreuungskräfte, die bei unseren Kunden mit vor Ort leben und diese dort betreuen. Der Pflegebedarf in Deutschland ist seit Jahren stetig angestiegen. Aktuell haben wir laut Statistischem Bundesamt mehr als 4,1 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. Das ist in den letzten Jahren sehr stark angestiegen, liegt unter anderem auch daran, dass es 2017 die Pflegereform gab. Mit der Pflegereform wurde der Pflegebedürftigkeitsbegriff deutlich weiter gefasst. Das heißt, mehr Menschen kommen jetzt in den Genuss von Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die meisten dieser Pflegebedürftigen, nämlich rund 80%, werden zu Hause gepflegt. In der Regel von Familienangehörigen und Ehepartnern. Bei einem kleineren Anteil kommt auch noch ein ambulanter Pflegedienst zur Unterstützung. Es stimmt allerdings immer noch der alte Leitspruch, die Familien sind der größte Pflegedienst in Deutschland. Es gibt Situationen, in denen tritt ein Pflegefall sehr plötzlich ein. Zum Beispiel durch eine Krankheit, einen Unfall oder eine Operation, die nicht gut überstanden wurde. In den meisten Fällen aber tritt die Pflegebedürftigkeit sehr schleichend ein. Wir empfehlen Ihnen, fangen Sie frühzeitig an, sich auf diesen Ernstfall vorzubereiten. Gute Gespräche mit Verwandten oder Menschen, die Ihnen nahestehen, unterstützen Sie dabei und wir zeigen Ihnen, was Sie dann in die Wege leiten müssen. Wenn Sie oder Ihr Angehöriger bemerken, dass Sie immer mehr Hilfe im Alltag benötigen, stellen Sie rechtzeitig einen Antrag auf Pflegeleistungen bei Ihrer Pflegekasse. Die für Sie zuständige Pflegekasse ist generell angegliedert an Ihre Krankenkasse. Dort erhalten Sie auch die Kontaktdaten. Um einen Pflegegrad zu beantragen, benötigt es nur ein formloses Schreiben oder einen Anruf bei Ihrer Pflegekasse. Sie erhalten dann ein Formular, das Sie ausfüllen können, mit dem beantragen Sie den sogenannten Pflegegrad. Dieser Antrag muss vom Pflegebedürftigen selbst unterschrieben werden. Und dort kommen wir auch zur ersten Hürde. Was ist, wenn der Pflegebedürftige nicht mehr in der Lage ist, diesen Antrag selber zu unterschreiben? Falls der Pflegebedürftige nicht mehr selber in der Lage sein wird, seinen Antrag zu unterschreiben, benötigt es einen Bevollmächtigten. Es ist generell wichtig, sich frühzeitig im Leben über das Thema Vollmachten Gedanken zu machen. Bedenken Sie, wie schnell ein Unfall passieren kann. Auch ein 18-Jähriger kann einen Unfall mit einem Motorrad haben und für kurze Zeit nicht mehr geschäftsfähig sein. Eine Vorsorgevollmacht ist sehr weitreichend und kann sehr detailliert ausgestaltet werden. Sie beauftragen damit eine Person Ihres engsten Vertrauens, für Sie wichtige Entscheidungen zu treffen, wenn Sie selber das nicht mehr können. Überlegen Sie sich also gut, wer diese Person sein kann und besprechen Sie mit dieser Person alle Eventualitäten, die Sie sich vorstellen können. Sie können zum Beispiel bestimmen, ob Sie in einem Pflegeheim gepflegt werden wollen oder lieber zu Hause, ob Ihre Wohnung gekündigt werden darf und wo Sie überhaupt gepflegt werden wollen. Im Unterschied dazu gibt es noch die gesetzliche Betreuungsverfügung. Dort bestimmen Sie jemanden, der für Sie Ihre Geschäftstätigkeiten übernehmen kann, wenn Sie das nicht mehr können. Dazu wird aber auch immer noch ein Amtsgericht benötigt, das den Beginn dieser Betreuung kennzeichnet. Wenn Sie den Antrag auf Pflegeleistungen an Ihre Pflegekasse geschickt haben, erhalten Sie ein ausführliches Formular und den Termin, wann der medizinische Gutachter Sie zu Hause in Ihren Örtlichkeiten besuchen wird, um Ihre Pflegebedürftigkeit zu begutachten. Bereiten Sie sich auf diesen Termin sorgfältig vor. Das geht auf unterschiedliche Art und Weise. Wir empfehlen Ihnen dringend, ein sogenanntes Pflegetagebuch über mehrere Wochen zu führen, wo detailliert aufgelistet wird, wie viel Zeit die Pflege im Alltag in Anspruch nimmt. Das heißt, benötigen Sie Hilfe beim Einkaufen? Hilft Ihnen jemand beim Duschen? Bereitet Ihnen die Mahlzeiten vor? Oder bringt Sie abends mit ins Bett? Sie werden erstaunt sein, wie schnell sich diese Zeiten summieren. Und der Pflegebedarf ist in der Regel zeitlich höher als gedacht.
Als nächstes ist es wichtig, dass für den Besuch des medizinischen Gutachters auf jeden Fall alle ärztlichen Atteste und Gutachte vorliegen. Fordern Sie diese rechtzeitig an und führen Sie eine kleine Akte zu Hause, damit Sie dem Gutachter alle Unterlagen beim Termin vorlegen können und somit Ihren Krankheitsverlauf und Ihre alltägliche Situation dokumentieren können. Halten Sie am Tag, wenn der Gutachter Sie besuchen kommt, alle Unterlagen bereit. Der Gutachter wird Ihnen verschiedene Fragen stellen, die aus unterschiedlichen Modulen stammen. Dabei geht es um die Themen, wie mobil sind Sie noch, wie gut können Sie sich selber versorgen, wie gehen Sie mit Ihrer Pflegebedürftigkeit und Krankheiten um und wie gut sind Sie auch noch sozial vernetzt. Das sind sehr umfangreiche Fragen. Für den Besuch sind circa 1,5 Stunden vorgesehen und Sie erhalten im Nachgang dann ein Gutachten über Ihre Pflegebedürftigkeit. Anhand Ihrer Antworten wurden Punkte vergeben und ein sogenannter Pflegegrad. Die 5 Pflegegrade ersetzen die bisherigen 3 Pflegestufen. Der Pflegegrad 1 kennzeichnet dabei die kleinste Stufe. Pflegegrad 5 ist der höchste Grad an Pflegebedürftigkeit. Wenn Sie dieses Gutachten dann mitgeteilt bekommen haben, können Sie entsprechend reagieren. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind, können Sie innerhalb von 6 Wochen schriftlich Widerspruch einlegen. Circa jeder dritte Widerspruch wird sogar positiv bewertet. Das heißt, die Pflegegradeinstufung wird nochmal korrigiert. Wir empfehlen Ihnen generell, dass Sie sich zum Thema Pflegebedürftigkeit ausgiebig beraten lassen. Ihre Pflegekasse wird Sie gerne beraten, aber es gibt auch sehr viele unabhängige kommunale Stellen, bei denen Sie Hilfe suchen können. So gibt es zum Beispiel in jeder größeren Stadt einen sogenannten Pflegestützpunkt oder eine IAV-Stelle. IAV-Stelle heißt Information, Anlauf und Vermittlung. Dort können sich Pflegebedürftige und ihre Angehörigen hinwenden. Sie werden dort kostenlos beraten. Neben den Pflegestützpunkten gibt es auch einige Vereine, die ihre Mitglieder beraten zum Thema Pflegebedürftigkeit, zum Beispiel der VDK oder aber auch die Kreisseniorenräte, die mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der Vorteil bei diesen Beratungsstellen ist, dass sie meistens sehr gut vernetzt sind und Ihnen zum Beispiel sofort sagen können, welcher ambulante Pflegedienst in der Umgebung noch Kapazitäten hat oder welche Tagespflegeeinrichtung noch einen Platz frei hat. Noch ein kleiner persönlicher Rat aus unseren Erfahrungen der letzten Jahre im Bereich der häuslichen Betreuung. Machen Sie sich in einer stillen Stunde mit Freunden oder Familienangehörigen Gedanken darüber, wie Sie Ihren Lebensabend verbringen möchten. Möchten Sie bei Pflegebedürftigkeit gerne zu Hause bleiben oder möchten Sie gerne in einer stationären Umgebung leben? Schreiben Sie dies nieder, teilen Sie das Ihren Angehörigen mit, damit auch im Falle eines Falles die richtige Entscheidung getroffen werden kann und Sie so dort leben können, wo Sie es gerne möchten. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile denken Sie zum Beispiel an Pflege-WGs, denken Sie an Mehrgenerationenhäuser, es gibt sehr schöne Pflegeheime, aber es gibt natürlich auch die Alternative der häuslichen Betreuung, die immer mehr Menschen vorziehen, nämlich die Betreuung entweder durch Familienangehörige oder durch eine häusliche Betreuungskraft. Wir von der Sophia Pflege unterstützen Sie gerne auf diesem Weg und stehen Ihnen immer mit einem hilfreichen Gespräch zur Seite.